Hi und Hallöchen, mein Name ist Toxic und dies ist wieder ein kleines Infovideo von mir. Bevor es hier doch losgeht, das ist Age of War, ein Flash-Game. Link dazu ist unten in der Beschreibung, falls das irgendjemand auch zocken will, bla bla bla. Ich fange einfach mal an mit Play und erkläre währenddessen, während das Spiel läuft, werde das wahrscheinlich nicht zu Ende zocken, aber damit man was im Hintergrund zum Gucken kann und dass da nicht irgendwie ein Bild ist oder so und ich hier 10 Minuten einfach einen daher laber. Also los, auf. Einfach normal, weil ich will ja eigentlich reden. So, es geht darum, dass in letzter Zeit sehr wenig an Videos hochkam und mit letzter Zeit meine ich glaube, einen Monat und länger. Und das ist eigentlich nicht so normal. Jedenfalls nicht für mich, ne? Also ich habe eigentlich immer viel darauf gesetzt, dass ich auch was hochlade. Ist egal, ob ich konnte oder nicht. Beziehungsweise ich habe immer versucht, irgendwas hochzuladen. Auch wenn es jetzt nur einmal alle 15 Tage war oder sowas. Ja, das hat ein paar mehrere Gründe. Erstens, mein Headset, womit ich voraufgenommen habe, mein Sennheiser-Headset, ist einfach am Arsch gegangen. Das hat sich einfach gedacht, nee, du, jetzt gehe ich mal kaputt. Und ja, das war natürlich extrem mies. Deswegen konnte ich halt nicht mehr aufnehmen. Da habe ich versucht, ein neues Headset zu bestellen. Bin wie ein guter Bürger in den Saturn gegangen. Hab auch einen Fachmann da gefragt, was es denn da für tolle Headsets gibt. Der hat mir eins vorgeschlagen und die Mikrofonqualität sollte gut sein. Jedoch, als ich dann das Headset ausprobiert habe, habe ich festgestellt, dass die Mikrofonqualität sowas von für den Arsch war. Dann habe ich das natürlich direkt wieder zurückgegeben. Ja, das war natürlich sehr enttäuschend für mich und deswegen hatte ich verdammt lange Zeit kein, ich sag mal, richtiges Headset. Und deswegen konnte ich damit auch, ja, so eins und eins zusammenzählen, ne? Ich kann halt nicht aufnehmen, wenn ich kein Headset habe. Ja, so, dann waren halt die Osterferien, da war ich ebenfalls auch noch nicht zu Hause, das heißt, ich hatte nicht nur kein Headset, sondern auch kein PC, womit ich aufnehmen konnte. Dann sind noch ein paar Privatsachen passiert, darüber will ich jetzt nicht reden, nur dass man weiß, dass da halt auch was war, was mich halt zurückgehalten hat. Und die Uni hat wieder angefangen, von wegen, ich glaube, das war der Dienstag nach Ostermontag, also direkt eigentlich nach Ostern, musste man wieder in die Uni. Und verstehen vielleicht ein paar nicht, aber man kann nicht einfach so YOLO-Swag in die Uni gehen und dann einfach in der Uni sein. Man muss da schon ein bisschen schon Zeit und so investieren. Aber naja. Auf jeden Fall hatte ich jetzt eine sehr lange Periode, in der ich jetzt nichts aufnehmen konnte. Also die extrem schade. Aber das werde ich jetzt wieder gut machen. Oder wenigstens versuchen wieder gut zu machen, indem ich jetzt wieder anfange, Videos hochzuladen. Was jetzt auch eigentlich nicht so das Problem sein sollte. Also würde ich jetzt sagen, wenn man so drüber nachdenkt, oder? Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch? So, auf jeden Fall ist es jetzt wieder soweit, dass Videos hochgeladen werden können. Und dazu kommt, dass heute ist der letzte Part Prototype 2 hochgekommen. Den hatte ich die ganze Zeit da, nur das habe ich wirklich vergessen hochzuladen. Ich habe echt gedacht, dass ich alle Parts Prototype hochgeladen hätte. Aber naja, war wohl dann doch nicht so. Und deswegen habe ich den heute hochgeladen. Ich habe noch zwei Yu-Gi-Oh! Parts, die werden auch noch kommen. Geil, ich bin Level 2. Ja, die zwei Yu-Gi-Oh! Parts werden auch kommen. Und dann wird natürlich wieder ein neues erstes Projekt starten. Und das ist nicht irgendein neues Projekt, sondern dieses Projekt aus der ersten Reihe ist ein Projekt, was ich schon mal angefangen hatte, dann aufhören musste. Oh, Entschuldigung, das tut mir jetzt leid. Was ich aufhören musste, jedoch jetzt endlich wieder anfangen kann, wo ich richtig lange drauf gewartet habe, weil das Spiel ist richtig geil. Das muss man einfach zugeben. Ja, das war ein Meilenstein meiner Kindheit. Da hat man einfach nur, ja, konnte man einfach nur sitzen und richtig geil, ja. Richtig geil. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall, dieses Projekt wird auch kommen jetzt in der kommenden Woche. Ich weiß jetzt nicht,
ja, Montag wird wahrscheinlich der erste Part kommen. Heute wird dann vielleicht noch ein Yu-Gi-Oh! Part kommen. Und halt dieses Infovideo. Aber das ist jetzt eher nebensächlich. So, dann eine Info zu Road to Aram King. Ich werde ab dem 20. Part, also ab dem nächsten Part, der hochkommt, hinschreiben, in welchem Part, also schon aufgenommenen und hochgeladenen Part, ich mit welchem Champion gewonnen habe. Das heißt, da steht zum Beispiel, ich weiß nicht genau, ob das jetzt richtig ist, aber Part 5 Maokai. Und dann habe ich Maokai Part 5 gehabt und wer sich denkt, der hat den Champ und den Champ nicht gemacht, dann kann man natürlich unten in der Beschreibung wunderbar gucken, wo der Champ gespielt wurde und auch gemeistert wurde, was hier eigentlich für mich jetzt, finde ich, eine ganz gute Idee ist. Und deswegen werde ich das jetzt auch so umsetzen. So, dann kommt noch dazu, ich musste mir für die Uni einen Laptop holen, weil wegen einem Fach, was ich belege. Und weil ich mir jetzt den Laptop geholt habe, heißt das natürlich, dass ich jetzt auch mobil, sage ich mal, unterwegs sein kann und aufnehmen kann, was natürlich jetzt das Problem mit, ich bin zu Hause, ich kann nicht aufnehmen, aus dem Weg schafft. Was natürlich sehr geil ist. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause bin, werden auch Projekte kommen. Jedoch, es kommen andere, weil mit meinem PC kriege ich bessere Spiele hin. Ich werde auch hauptsächlich versuchen, diese Spiele zu machen. Und als Erstprojekte werden immer halt, also jetzt nicht irgendwie sowas wie, keine Ahnung, irgendwelche ROMs kommen oder sowas, keine Ahnung, jetzt auch irgendwas auf dem Emulator, das kriege ich auf dem Laptop hin. Aber beispielsweise sowas wie Prototype 2 oder so, das kriege ich halt, glaube ich, nicht so gut auf dem Laptop hin. Deswegen werden die dann, also mein erstes Projekt wird dann hauptsächlich sowas sein wie irgendwelche, also jetzt, ich sag mal einfach als Beispiel Prototype 2. Oder irgendwelche anderen Spiele, die halt jetzt höhere, ja, ich sag mal, wie nennt man das jetzt? Höhere Ansprüche. Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Höhere Ansprüche haben als andere. Die werden als Erstprojekt bleiben. Dann als Zweitprojekt werden so Sachen kommen wie ROMs oder was weiß ich was, irgendwelche leichten Sachen oder was ich jetzt angefangen habe, die irgendwelche Mehrteile, irgendwelche Reihen. Und ja, dann kommen danach kommt das Home-Projekt. Das wird hauptsächlich etwas sein, was ich eigentlich, ich sag mal, überall zocken kann. Ja, auf dem Laptop kann ich das zocken und dann bin ich, ich bin oben und dann kann ich das trotzdem auf dem Laptop zocken, auch wenn ich halt nicht zu Hause bin. Ja, das finde ich eigentlich ist ganz gut. Deswegen habe ich das so eingeführt. Also es gibt jetzt drei Arten von Projekten. Einmal das Erstprojekt, was immer kommt, wenn ich hier unten bin. Also was eigentlich so gut wie immer kommt, außer wenn irgendeine Ankündigung ist. Und wenn ich dann halt oben bin, also bei mir, da wo ich normalerweise wohne, also wo ich gewohnt habe. Dann gibt es das Zweitprojekt, das kommt eigentlich immer durchgängig, weil das ist irgendwas, was keine Ahnung, Pokémon oder wie es jetzt gerade auch Yu-Gi-Oh! Ist, was weiß ich, das wird irgendwie sowas in der Art sein. Ja. Wie viel brauche ich dafür? 45.000. Ja, das wird halt so sein, dass es halt immer kommt, weil das halt so ein Projekt ist, was einfach durchgehend ist. Ich sag jetzt mal, ja, wie gesagt, die Emulator-Dinger oder irgendwelche anderen Spiele, die halt keine Grafik Ansprüche haben, sondern das Home-Projekt ist etwas, was ich halt nur Let's Play, wenn ich zu Hause bin. Ich habe mir jetzt so Sachen ausgedacht, wie es könnte Minecraft sein oder sowas, dass ich da irgendwie mal was gucke. Also wo ich richtig Bock drauf hätte, ist halt, wäre vielleicht so eine Adventure-Map oder sowas. So, aber so eine längere, so eine von Swags oder sowas. Ja, und da mal gucken, vielleicht kriege ich da irgendwas Tolles hin. Ja, einfach überraschen lassen. So, das wären dann die Sachen zu den Projekten.
Und dann habe ich noch eine neue Idee, und zwar Bewertungsvideos. Ich gebe ja immer am Ende eines Spiels eine Bewertung ab. Beispielsweise, ich habe jetzt auch mir alle Bewertungen rausgeschrieben, die ich schon gemacht habe. Ein paar habe ich am Ende von Spielen nicht gemacht, deswegen muss ich die noch nachreichen. Und deswegen, hauptsächlich sind deswegen die Bewertungsvideos da, falls ich irgendwas vergessen habe, dass ich so ein Bewertungsvideo halt nachreichen kann. So, das heißt, also ich würde das so machen, nach 10 normalen Projekten, also normalen Spielen, sowas wie StarCraft, World of Goo oder Portal, nach 10 von diesen normalen Projekten werden Bewertungsvideos kommen. Und nach 5 Pokémon-Hacks, ja, also Snakewood, bla bla bla, und der ganze andere, die ganzen anderen Sachen, nach 5 von denen wird auch darüber ein Bewertungsvideo kommen. Also ich werde versuchen, auch immer wieder noch Hacks einzubringen, aber hauptsächlich wird jetzt erstmal, ja, wie soll ich sagen, also die Bewertungsvideos für normale Dinger werden halt bevorzugt, weil es sind halt mehr normale Projekte, die ich mache, als nur Pokémon-Hacks. Und deswegen auch Pokémon-Hacks nach 5, immer nach 5. Und die anderen Spiele dann nach 10, weil das halt mehrere sind. So. Ja, was kann ich jetzt noch dazu sagen? Also das heißt beispielsweise, wenn ich jetzt, ich habe jetzt momentan 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 Spiele, bin an 2 dran, also das heißt, ich hätte 8, wenn ich die beiden, die ich jetzt momentan habe, zu Ende machen würde. Und habe 2 Pokémon-Hacks, also die normalen, zu den normalen Pokémon-Spielen müsste ich eigentlich auch eine Bewertung, ja, nee, das zählt ja eigentlich nicht, das normale, das einzige normale, was ich gespielt habe, war, Smaragd, die Nuzlocke. Aber das zählt ja nicht. Das ist ja nicht das normale Spiel, sondern das ist gerandomized gewesen. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht eingesehen, das da zu machen. Ich glaube, wenn ich normale Spiele nehme, werde ich das auch nicht. Also wenn ich jetzt Pokémon-Spiele nehme, normale Pokémon-Spiele, werde ich das auch, glaube ich, nicht machen, dass ich dazu jetzt noch extra irgendwelche Bewertungen machen werde, sondern nur für Pokémon Hex und andere Spiele halt jetzt außer Pokémon. Und bei diesen, bei Road to Iron King, also bei dem Nebenprojekt, werde ich natürlich jetzt auch nicht irgendwie anfangen, da irgendwas zu machen. Ja. Ich glaube, das war es jetzt eigentlich sogar schon. Das einmal die Drop Them Bombs. So. Ja. Das war's eigentlich. Also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Einmal, dass ich monatelang nicht aufgenommen habe, lag daran, dass das Headset kaputt ist. Osterferien waren, dann war noch was Privates bei mir, wie gesagt. Dann die Einstellung auf die Uni. Dann kommt jetzt als Neues dazu, ein neues Erstprojekt, worauf ihr euch richtig freuen könnt. Dann bei Road to Iron King, dass ich ab dem 20. Video hinschreiben werde, wann ich jeden Champ gemacht habe. Dass ich meinen Laptop habe, somit nicht nur das erste und zweite Projekt habe, sondern auch das dritte Projekt, was das Home-Projekt sein wird. Ja, und damit sollte das jetzt eigentlich das gewesen sein, wenn ich mal so recht überlege. Mir fällt jetzt nichts ein, was jetzt da noch irgendwie, was da noch irgendwie sein könnte, oder? Ich meine, das war jetzt zu Hause, also das erste Projekt, das immer hier ist, wenn ich bei meinem PC bin. Das zweite Projekt ist immer durch. Das, dafür sind es halt nur Emulator-Sachen oder irgendwelche mit niedrigen Grafikeinstellungen, bla bla bla. Das dritte Projekt ist das Home-Projekt, das ich nur machen werde, wenn ich mit Laptop unterwegs bin. Ja, und das mit den Bewertungsvideos. Ich glaube, das war's jetzt. Und dann würde ich sagen, gute 15 Minuten habe ich jetzt einen daher gelabert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Projekt. Euer Toxic. Tschüss.